So einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der Tag, der alles hinsichtlich der Schuhe unterhält. Wir werden sehen. Wir begeben uns jetzt zum Trojanpass. Dann nehme ich ein Taxi runter. Dann fahre ich nach, ich weiß nicht mehr, wie die Stadt hieß, irgendwas mit K. Kaufe dann neue Schuhe und fahre dann wieder von Sopot mit dem Lift nach oben. Dann bin ich wieder bei den anderen. Ob das alles so klappt, wir werden sehen. Auf den letzten Metern fallen sie jetzt immer richtig auseinander. Also da ist jetzt gleich gar nichts mehr davon übrig. Gleich bin ich beim Trojanpass. Sehr gut, wir sind beim Trojanpass gleich. Jetzt steht aber die wichtigste Hürde noch bevor, oder die schwierigste Hürde. Nämlich, komme ich runter in die Stadt? Und wenn ja, ohne abgezockt zu werden vor allem. Das ist jetzt eine große Frage. Ich hoffe echt, dass das alles klappt. Ja, genau so gehört das, würde ich sagen. Genau so gehört das. Perfekt. Leute, sowas Krasses passiert. Wir sind gerade angekommen an dem Trojanpass und ihr seht, ich laufe jetzt gerade wieder. Und da gibt es viele Leute, weil es ist eine sehr, ja, touristenbesuchte Gegend, weil da so ein Monument steht. Und deshalb sind da einige Verkäufer. Da war so ein Verkäufer, der hat so Honig und Sirup und irgendwelche Früchte und alles Mögliche halt verkauft einfach, ja. Den wollten wir eigentlich fragen, dass der mich in die Stadt mitnimmt. Dann habe ich gefragt, ja, was wir denn da wollen. Ja, wir brauchen neue Schuhe, weil meine sind halt kaputt. Meint er nur so, ja, welche Größe denn? Ich sage, ja, 46. Ich habe relativ große Schuhe. Geht er ins Auto und holt einfach Wanderschuhe raus. Größe 46. Und er meint, ja, die hat er hier gefunden. Richtig krass. Richtig krasser Scheiß. Er wollte jetzt nicht mehr was dafür haben. Wir haben ihm aber jetzt einen halben Laden leer gekauft dafür. Dafür haben wir jetzt ganz viele Nüsse und so. Ist auch mega cool. Und ich habe mir einen Sirup gekauft. Ich habe sowieso immer Sirup dabei. Das ist jetzt so Kirschsirup. Sehr cool. Wir durften sogar was probieren, haben wir auch gemacht. Wir haben auch gleich gefrühstückt. Und das ist jetzt mein hier von The North Face. Ist auch eine schlechte Marke. Genau. Mega happy bin ich auf jeden Fall. Es kann weitergehen. Ich habe keinen Tag jetzt irgendwie abgekürzt oder so und vor allem musste ich mir jetzt auch nicht den ganzen Stress machen, runterzufahren. Sehr netter Mann auf jeden Fall. Hätte ich niemals gedacht. Super. Ich habe eigentlich gedacht, heute wird ein ganz normaler Tag von den Kilometern her. 25,7 oder so hatten wir, glaube ich. Also es sind es, glaube ich, insgesamt. Aber es ist voll entspannt, weil der Weg hier gerade so, ja, von dieser Art ist. Ja, es ist ein Schotterweg einfach nur und es geht auch gerade leicht runter. Sehr angenehm und wir schaffen sehr viele Kilometer gerade. Das heißt, wir werden wahrscheinlich schon so um 2 da sein oder so. Perfekt. Also ich muss nochmal sagen, heute ist echt einer der geilsten Tage. So cool. Ich laufe richtig mit Freude lang. Und das Beste dabei ist jetzt sogar noch Essen von dem bekommen hier. Getrocknete Aprikosen habe ich hier in so einem Beutel drin. Da werde ich jetzt erstmal ein paar davon essen. Die sind sehr lecker, ich habe vorhin schon probiert. Genau. Heute ist wirklich cool. Als nächstes probiere ich mal diese Kerne hier, diese grünen. Mal schauen, wie die schmecken. Die Aprikosen waren auf jeden Fall sehr lecker. Wie ihr seht, ich habe sehr viel von dem gekauft. So, wir kommen jetzt gleich an der Hütte vorbei. Da werden wir eine ganz kurze Pause machen. Also die eine, die bei mir mit dabei ist, die hat ein bisschen Probleme mit ihrem Knie. Und deshalb brauchen wir mal so 20 Minuten Pause oder so. Genau, vielleicht hilft es dann ein bisschen was. Das ist jetzt die Hütte der Menka, heißt die. Aber da werden wir logischerweise nicht übernachten, weil wir haben jetzt erst 11:30. So. Also kurze Pause und dann geht's weiter. Aber wie gesagt, der Tag heute ist eh nicht so dramatisch. Nicht so wie gestern. Waren übrigens insgesamt, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, gestern 32 Kilometer und 1500, also über 1500 Höhenmeter und 1600 runter, richtig krass. Das da unten ist die Hütte der Menka, da werden wir jetzt Pause machen. So, von da hinten kommen wir jetzt. Das ist die Hütte, wo wir Pause gemacht haben. Und ja, jetzt bin ich schon hier lang gelaufen
diesen scheiß Berg hoch. Schwitze mich aus der Puste. Ja, war schön, gute Pause. Es gab wieder Barnica, das ist ja dieses Becherzeug, was sehr gut schmeckt. Und dazu noch Fanta, es gibt immer nur dasselbe auf den Hütten, aber ist ja gut. Genau, jetzt geht's ein wenig weiter. Also ich muss echt nochmal sagen, besser könnte der Tag heute nicht sein. Erst neue Schuhe bekommen, super schönes Wetter heute, nicht zu heiß. Die Kilometer sind dahin geflogen und jetzt stehe ich schon vor der neuen Hütte. Dobrilla heißt die Hütte. Dobrilla, das ist bisher die schönste Hütte. Also das gleicht schon ein bisschen im Hotel, habe ich gehört. Müssen wir mal schauen. Es soll aber auch relativ teuer sein. Mal schauen. Bisher waren die Sachen ja ultra billig. Ich muss mal sagen, wir haben heute ja zum Beispiel dieses Barnica gegessen. Es war schon relativ groß. 20 cm würde ich sagen und 10 cm breit. So eine, ja, Rolle halt. 1 Euro. Oh ja, ich sehe es gerade. Ich kann es euch mal zeigen. Das ist die neue Hütte. Das ist schon echt Wahnsinn. So sieht die aus. Chija Dobrila, also Hütte Dobrila. Ja, die ist schon massiv und schaut auch sehr modern aus, muss ich sagen. Im Gegensatz zu den anderen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir haben jetzt 20 vor 3. Ich bin sehr viel schneller angekommen als eigentlich geplant, aber perfekt. Ich sehe gerade, da drüben steht noch ein super Offroad-Fahrzeug. Verbrauchen aber ultra den Sprit. Wahnsinn, ich habe noch nie einen in echt gesehen. Ja, guten Morgen. Ihr werdet gerade nichts sehen, aber es liegt daran, dass wir gerade 5 Uhr, also kurz vor 6 irgendwas haben. Wir sind heute sehr früh gestartet. Sorry erstmal, dass ich nicht so viel zeigen konnte oder ja, irgendwie keine Zeit gehabt habe, was zu zeigen von der Hütte gestern. Aber vielleicht zeige ich dafür heute ein bisschen was mehr vom Tag. Heute wird nämlich der anstrengendste Tag vermutlich. Wir haben sehr viele Höhenmeter in den höchsten Berg auf der gesamten Tour, Botev. Wir haben jetzt erstmal auch einen sehr hohen Berg, am Barica heißt der. Direkt am Morgen hoffentlich kommen wir zum Sonnenaufgang hin. Das wäre sehr geil. Aber wollen wir mal schauen, ne? Ja, ich werde euch berichten. Schaut schon mal ganz cool aus. Aber wir müssen noch da hoch. So, ich mache genau rechtzeitig die letzten paar Meter zum Gipfel. Weil da geht gerade die Sonne auf. Wie geil. Genau rechtzeitig um 6.45 Uhr. Wir kommen irgendwo von da unten. Da ist noch der Mond zu sehen. Und hier geht im sekündlichen Takt die Sonne weiter auf. An der Stelle, keine Ahnung, was das hier ist. Sieht auf jeden Fall lustig aus. So ein Notshelter wahrscheinlich. Aber sehr klein. Ganz da hinten, da kann man übrigens so einen Turm sehen. Da. Das ist der Botev, das ist der höchste Berg hier im Zentralbalkan und den werden wir heute erreichen. Hoffentlich. Sehr schön, der Sonnenaufgang. Ich finde es immer wieder krass, wo die Tiere hier leben. Kühe und die Pferde, schaut mal her. Die Pferde sind hier richtig in einem Steilhang. Ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann, aber das ist hier echt sehr steil. Ja, gefällt ihnen scheinbar. Und Kühe haben wir schon im Wald gesehen. Ist schon ein bisschen komisch. Aber sie haben zumindest genug Freilauf hier. Sehr weit. Ich habe es zuerst nicht geglaubt. Wir müssen tatsächlich auf diesen sehr alpin wirkenden Berg. Da oben, wo das Geländer ist, müssen wir hin. Die letzten Meter werden jetzt richtig alpin. Mit Seilgeländer und so. Ist auch echt steil, muss ich sagen. Ich komme von hier hoch. Ja, man merkt schon. Jetzt kommen wir ein bisschen in die Berge hier. Oben angekommen. Das ist ein Gipfelbuch. Die letzten Meter war das Seil wirklich notwendig. Da mussten wir richtig klettern. Hätte ich nicht gedacht. Von da bin ich gekommen. Da war der Sonnenaufgang. Und dahinter, hinter dem Berg, haben wir übernachtet. Und wie gesagt, geht's dann danach zu diesem Berg da hinten, wo der Turm steht, der Botev. Woo!
Und wir auf den Zwischengipfel und muss sagen, dass heute schon echt hart ist. Die ganze nur geschnörkelige Wege und es geht nur hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Vor allem hoch. Ach, sehr anstrengend heute. So, ich bin jetzt hier oben am Gipfel angekommen. Ich habe vorhin ein Update gemacht da unten, weil es um Zwischengipfel. Ich habe jetzt schon 1000 Höhenmeter und erst 10,7 Kilometer. Der Tag kickt ordentlich rein. Dabei haben wir heute insgesamt, glaube ich, 28 Kilometer und der höchste Berg kommt noch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.